Liebe Strategiefans, willkommen zurück zu Old World. Ja, in der letzten Folge haben wir dieses Jahr praktisch schon durchgespielt. Und wir beenden jetzt das Jahr und dann heißt es Daumen drücken, dass hier nichts Böses passiert. Okay, die Karthager ziehen sich zurück. Kleinere Scharmützel gegen die Skythen. Aber unsere Hauptstadt, das haben wir durch unseren Krieger abgesichert, dass da nichts Schlimmes passiert. Herzogin Kabalaya, die Wilde, unsere Schwester, ist konvertiert und hat das assyrische Heidentum angenommen. Und Samsi Adad ist jetzt alt genug, um Unterricht von einem Mitglied des Hofes zu erhalten. Samu Ramat von Karkemis ist konvertiert und hat den Zoroastrismus angenommen. Okay, und wir haben die Viehzucht erforscht. Das heißt, da können wir dann Verbesserungen bauen, um unser Wachstum anzukurbeln und Nahrung zu bekommen. Und angrenzende Bauernhöfe erhalten plus 40%. So, dann werden wir als nächstes Aristokratie erforschen, weil wir können dann einen Botschafter ernennen. Und der ist sehr wichtig. Weisheit erhöht Kultur pro Stadt, Charisma erhöht das Ansehen bei einer Nation, Mut erhöht das Ansehen bei einem Stamm, Disziplin erhöht das Ansehen bei einer Religion. Also wenn wir da gute Werte haben, dann können wir ordentlich unser Ansehen verbessern. Ist 2 abgeschlossen. Ja. Das gab plus 40% auf Wachstum und minus 40 Unzufriedenheit. Also das, was wir innerhalb von 10 Jahren sammeln. Wir können einen Statthalter nennen. Ja, hier die Oligarchen, 53 Jahre alt. Schauen wir uns erstmal an, was sonst noch so passiert ist. Events. Unterbrochene Feindseligkeiten. Unser Feind Karthago ist bereit, mit uns einen Waffenstillstand zu vereinbaren, wenn wir dem Krieg gegen die Skythen beitreten. Ja, das machen wir nicht. Eigenwilliger Untertan. Euer eigenwilliger Untertan, Sanherib der Gelehrte, hat sein Versteck verlassen und ist zurückgekehrt. Ja, das ist der uns so viele Probleme bereitet hat. Der die Exilarmee ausgehoben hat. Er bittet euch, ihm seine vergangenen Missetaten zu vergeben und ihn in Frieden leben zu lassen. Was sollen wir tun? Option 1. Ja, alles vergeben und vergessen. Plus 40 Ansehen bei seiner Familie Adasi. Dann wären wir bei 91. Und er wäre nicht mehr im Exil. Oder er hätte niemals zurückkehren dürfen. Er wird eingekerkert. Minus 80 Ansehen, 20 Jahre lang. Bei der Familie. Ja, gut. Wir haben ja genug Probleme und wir haben, denke ich, nicht den Luxus, dickköpfig sein zu können. Deswegen werden wir die Option wählen, bei der wir uns bei der Familie beliebter machen. Erbenbildung. Die Zeit vergeht schnell. Prinz Samsi Adad wird immer größer und ist sehr wissbegierig. Wie wollt ihr Samsi Adad ausbilden? Ah, er kommt ja schon aus der kriegerischen Familie. Er wird sich militärstrategischen Studien widmen. Das ist auch, ja, unser direkter Erbe. 10 Jahre alt. Wir sind mittlerweile 34. Ja, vielleicht können wir ihm dann den Archetyp Held geben. Und dann hat er die Möglichkeit, eine Offensive zu befehlen als General. Also das ist dann sehr stark. Da kann er alle Einheiten um sich herum nochmal aktivieren. Und sich selbst auch, meine ich. Und man kriegt für jede aktivierte Einheit einen Befehlspunkt zurück. Und da kann man praktisch innerhalb einer Runde mit mehreren Einheiten zweimal angreifen. So, also er wird sich militärischen Studien widmen. Und jetzt haben wir hier die Situation Statthalter nennen. Und wir können die Oligarchen auswählen.
Die ist halt schon 53. Aber sie würde hier die Schwelle auf über 100 pushen. Ja, sie wird selber zufriedener und das macht die Familie zufrieden. Und ansonsten... ...32 Jahre alt. Grausam und redegewandt. Weniger Wachstum, aber dafür sehr viel Stadtkapital. Eine Unzufriedenheit. Ja, wir machen das mit der Oligarchin. Okay. So, Unzufriedenheit nur noch 2 pro Jahr. Durch die Oligarchin. Minus 2 Unzufriedenheit. Und hier die Familie. Jetzt auf 121. Also dann haben wir hier wieder die Boden, dass die Städte minus 10% Unterhalt zahlen und die Einheiten 5% stärker sind. So, als nächstes bauen wir hier den Steinhauer. 4,2 Steine pro Jahr, ein Stadtkapital, 2 Kultur, eine Forschung. Und die Grenzen werden halt hier ausgedehnt. So, noch 15 Befehle. Wie sieht es beim Militär aus? Ja, hier den Siedler müssen wir ziehen lassen. Aber wir haben genug Probleme. Also, vielleicht werden wir irgendwann mal auch gegen die Römer Krieg führen, aber aktuell reicht mir das mit Karthago und den Rebellen hier auf jeden Fall. So. Ja, durch den Hügel haben wir plus eine Reichweite. Mal angreifen. Haben wir hier einen Bug? Das sind doch Felder eigentlich. Werden die Bäume nicht angezeigt, Leute? Hört mal, Spiel neu. Ja, da sind wir wieder und da sehen wir auch die Wälder wieder. Okay. Gut. Also die Einheit hat schon angegriffen. Einmal hier mit den Skripten angreifen. Einmal von hier aus angreifen. So. Ja, die Generalin, die kann befördert werden. Verbessern an Kräuterkündig. Beim Heilen plus 4 Trefferpunkte. Oder von Hügeln plus 25% Stärke. Oder ein Mut mehr. Global plus 5, plus 8 Ausbildungspunkte. Und der Schleuderer plus 5% Kampfstärke. Ja, wir machen sie zur Hochländerin. Und hier einmal heilen. So, Arbeiter. Mine plus 8,5 Eisen. Ja. Nächster Arbeiter. Da oben Viehweide. Plus 2 Wachstum plus 10 Nahrung machen wir.
Und dann noch 6 Befehlspunkte. Unser Anführer ist noch aktiv mit beeinflussen. Und ja, ich denke, da bleiben wir stehen mit dem Kundschafter. Aber hier einfach mal uns überraschen lassen. Ja, und dann ach so. Sorry, habe ich mich jetzt gerade getan. Ich wollte mal hier die Familienoberhäupter prüfen, ob die bei 100 oder mehr sind. War es nicht der Fall. Und bei den Religionsoberhäuptern auch nicht. Okay. Dann nächstes Jahr. Nein, werden die Skythen angegriffen. Und da werden wir angegriffen. Ihr konntet Herzogin Kabalaya die Wilde erfolgreich beeinflussen. Ah, okay. Jetzt haben wir hier Ansehen zufrieden. Plus 110. Und Familienoberhaupt von Erichum. Ja, genau. Und dann können wir schauen, dass wir mit ihr dann weiter andere, genau hier die Matriarchen, dann, dass wir dort intervenieren. Und oh! Und sie ist krank. 20% Chance bei ihr auf Tod. Und 60% Chance, wieder gesund zu werden. 20% Chance auf schwerkrank. Ui je. Adat Nirari, der Jüngere, ist konvertiert und hat den Zoroastrismus angenommen. Events schauen wir uns. Na, wir merken uns das. Wir vergessen das hier schon nicht. So. Ein Auftrag. Prinz Samsi Adad hat per Kurier einen Brief aus der Akademie geschickt. Liebe Ahitali, im Rahmen meiner Ausbildung an der Akademie haben mich meine Lehrer angewiesen, euch zu schreiben. Alles läuft gut soweit und ich habe wenig zu beklagen. Manchmal vermisse ich meinen Vater, aber ich muss durchhalten. Euer Sohn Samsi Adad. Okay, er bekommt einfach 40 Erfahrungspunkte. Und wir selber werden befördert. Baumeisterin. Plus 25% gegen Belagerungswaffen und Schiffe. Und alle Einheiten 10% gegen diese Einheitstypen. Spurenleserin. Selbst plus 3 Sicht und 1 aufdecken. Und als Oberhaupt alle Einheiten plus 2 Sicht. Oder Disziplin. Plus 1. Dann kriegen wir 24 Geld pro Runde. Und unsere Einheit 3 Erfahrungspunkte pro Jahr. Ja, wir nehmen Disziplin wegen des Geldes. Und dann schauen wir uns das hier mit der Herzogin an. Und Intervention durchführen für 150 Geld und 2 Befehle. So. Durch uns wird sie bereits beeinflusst. Ja, und die Intervention wird er dann halt noch zusätzlich erfolgen. Ja, und ansonsten, ja, sie ist halt schon 65. Ja, 46 wird der schon beeinflusst. Außerdem haben wir kein Geld mehr. Okay.
Erstmal hier angreifen. Ja, dann kriegen wir 2 Befehlspunkte wieder. Da wir Assyrien sind und eine Einheit getötet haben. So. Ja, die Einheit hier ist sehr schwach. Mal schauen, also ich möchte keine einzige Einheit verlieren. Wir haben hier natürlich eine der Luxusposition mit den Hügeln. Aber ein taktischer Rückzug wäre schon sinnvoll, denke ich. Was würde übrig bleiben? Wenn wir den noch mitziehen würden. Dann würden wir die beiden rauskriegen. Dann hätten wir es aber immer noch mit 3 Schleuderschützen und einem Schwertkämpfer zu tun. Oder einem Krieger. Das wäre nicht gut. Ja, eine Krieger könnte den Spot hier verteidigen. Hier einmal heilen. Angriff. Angriff. Oh, kritischer Treffer. Sehr gut. General hinzufügen. Der Patriarch, 46 Jahre alt, der hat aktuell noch nichts zu tun. Zwei Kampfstärke oder Angriffsstärke und minus 5% Verteidigung. Heilen in neutralem Territorium. Okay. Und gegen Belagerungswaffen, gegen Schiffe plus 25%. So, und dann sind wir hier im positiven Bereich, bekommen zumindest schon mal keine Nachteile mehr. Noch 2 Kultur pro Jahr. In allen Städten dieser Religion.
Krieger abgeschlossen. Ah, da brauchen wir noch eine Garnison, um hier einen Statthalter zuordnen zu können. Ja, Spezialisten. Die Jünger des Zoroastrismus. Wir haben halt auch noch die Ambition, die Religion viermal zu verbreiten. Gibt dann plus 10 Legitimität und Ansehen. Plus 80. Okay, schauen wir mal. Unsere Religion verbreitet kriegen. So. Hier noch ein Bauernhof. Oder hier eine Viehweide. Da könnte man da mit einem Spezialisten noch schnell die Grenzen ausdehnen. Ja, ach, versuchen wir das mal, ja. Und Bauernhof. War da teilweise eine 9 stehen. Eines Samas. Drei Kultur pro Jahr. 0,5 für Filzpunkte pro Jahr. Haben wir hier schon. Haben wir noch keine Viehweide. Oh, wir haben nicht genug Bauer. Wir haben nicht genug Geld, um uns die 20 Holz zu kaufen. Okay, da mache ich jetzt einmal ein Redo. Hätte man ja vorher auch sehen können. Und dann. Okay, aber nicht zweimal, Leute. Also, das Bauernhof kostet auch 20 Holz. Große Zikorat. Da bräuchten wir ganz viel Geld bzw. Steine für. Schrein des Samas. Dann bauen wir hier Schrein des Samas. Ein Befehlspunkt. Mal darüber. Und das war's. Okay. Nächstes Jahr. Keine Einheit verlieren. Ich glaube, das hat funktioniert. Herzogin Kabalaya die Wilde, unsere Schwester und Statthalterin von Azur, ist im Amt. Och nein.
Herzog Zubia, unser Cousin, ist jetzt das Oberhaupt der Erichschurm. Und freundlich gesonnen auf Frieden geändert. Er ist wütend auf uns. Warum ist er wütend? Erstritten. Und irgendeines Events. Und die Herzogin, die hatten wir... Die war ja sogar, als sie noch gelebt hat, bei 100. Und war damit beschäftigt, die Matriarchin zu beeinflussen. Ja, nicht gut, nicht gut. So, sein gesundheitlicher Zustand verschlechtert sich und nun ist Gemahl des Königs krank. Ja. Okay. Um nichts machen, ist sie gestorben. So, sie war Schatthalterin. Schau mal, wen können wir dort neu ernennen? Oha, Leute, schaut euch das mal an hier. Herzog Zubir der Barmherzige. 6,3 Stadtkapital pro Jahr, aber plus 2 Unzufriedenheit. 0,3 Wissenschaft und 65,5 Geld. Archetyp Richter. Ja, der wird's. Auswählen. Okay, der war bei minus 100, jetzt ist er nur noch bei minus 80. Ja, ganz wichtig, dass wir einen Botschafter kriegen. Okay. So, also wir haben keine Einheit verloren. Aber die machen ja natürlich mächtig, mächtig Druck, Leute. Wir können aus der Stadt angreifen. War doch möglich. Ja, einfach angreifen. Ja, eventuell einmal nach da hinten und dann heilen. Das Gute ist halt, dass die sich in unserem Gebiet nicht heilen können. Ja, und was machen wir mit ihm? Würde da halt komplett abgeräumt werden. Ja, den müssen wir auch nach oben ziehen und heilen. Mit einem Einmarsch würde er sogar dahin kommen. Schwierig, Leute, schwierig. Karthago hat 5 Städte. 4 schwache, eine starke. Wir haben halt nur 4 Städte, das ist schlecht.
Ja, das können wir uns gar nicht leisten hier. Gerade ja, diese pazifistische Vorgehensweise. Wir bauen hier noch einen Schleuderer. Milizsoldat. Ja, Milizsoldat kann halt ein bisschen was tanken, aber ist halt auch nicht der Hit. Schleuderer fertig in 6. Ne, kein Arbeiter. Schleuning geht nicht. Ja, so sieht's aus, Leute. Also wir haben ja noch hier den Einkrieger, der könnte noch was machen. Eine angeschlagene Nahkampfeinheit, da macht er hier plus 20%. Und hat plus 10% Chance auf kritische Treffer. Also er kann ihn schon ganz gut verteidigen, die Stadt, denke ich. Ja, eventuell einen opfern. Okay, gut, Leute. Da mache ich mir nochmal Gedanken zu. Bis zum nächsten Mal dann. Macht's gut. Bye, bye.